Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diamant Time Warlock. Ist schon eine ziemliche Zeit her, muss ich leider sagen, dass ich was aufgenommen habe. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was wir alles gemacht haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir in die Arena müssen, wenn ich jetzt hier wieder in Herzhofen rumstehe. Und ich würde sagen, dass wir das auch gleich machen. Wie gesagt, ich habe nicht großartig viel gemacht. Wenn ich irgendwas im letzten Part angekündigt habe, dann tut es mir leid. Aber wir machen jetzt die Arena. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das das hier mit den Mathe-Rätseln. Und in Platin musste man die Trainer avoiden. Mach auf das Türchen. Yay. Mathe. Und das um die Uhrzeit. Okay, nächste Aufgabe. 12 plus 28. Was könnte das nur sein? Es sind 30, es sind 40. Yep, es sind 40. Und das Antwort ist korrekt. Das müssen wir gegen Trainer kämpfen. Und ich habe keine Lust drauf. Yay! Aufzugssimulator 2016. 3x13. Da rechnen wir erstmal 3x10, haben wir 30. Und 3x3 ist 9. Das gibt 39. Yay! Mathe! Und die Antwort war korrekt. Letzte Frage. Wie war die Antwort des ersten Raumes? Ich weiß nicht. Ich glaube 15. Hallo, Lamina. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was sie einsetzen wird. Deswegen hoffe ich, dass ich mit euch beiden eigentlich einen guten Start erwische, wenn ich dann, Sheet? Wie sieht's eigentlich aus mit Items? Da haben wir noch 3, das ist in Ordnung, Nummer 12. Ja, das passt. Ich komme beständig. Neulich. Er seit meiner Ankunft in dieser Stadt. Wettbewerbe geben soll es hier. Da werde ich gewinnen. Deswegen kleide ich mich so unwahrscheinlich. Doch stark genug bin ich, um Arena zu werden. Erstens willst du mich? Ja, so soll ich denn sein. Doch gewinnen willst du nicht. Dies ist das Problem. The Leiter, oui? Oh Gott! Französisch um diese Uhrzeit. Und ich hoffe, dass mich mein Controller nicht im Stich lässt. I got destroyed, guys! Wow. Die Competitive Threats! Erste Runde scouten, was der Gegner einsetzen will. Double Protect? Ja. Großartig. Darf ich jetzt. Triple Protect? Hast du keine Wasserattacke? Also, sie kann mir nicht erzählen, dass sie keine Wasserattacke hat. Also das Ding müsste mindestens Aquaknarre können. Oder Blübbel. Wegen mein Death Drop, bitte. Natürlich nicht. Ist das so ein Stall-Tour-Talk? Ja, dann fehlt dir aber leider das Toxin, meine Liebe. Da ist die Wasserattacke, die ich die ganze Zeit vermisst habe. Das wird wehtun! Oh Gott.
Machst du bitte Protect? Denn ich hoffe, Mugler sollte das eigentlich ein bisschen aushalten. Wir sind immerhin fürs Stäbezier, wir haben ein kühnes Wesen. Das sollte ganz... Okay, Turbo-Trier. Ja, okay, damit kann ich leben. Das macht nämlich null Damage gegen uns. Und mit einem Steinhager sollten wir dich jetzt eigentlich rausnehmen. Oh, please, Mugler. Please. Was für ein Defensiv. Auch wenn du einen Angriff Minuswesen hast, aber das Ding hat einen Verteidigungsdrop. Gut. Okay. Wir konnten das Turtok avoiden. Gott sei Dank. Als nächstes kommt ein Klingplim. Das sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt noch keine großartigen Psychoattacken kann. Deswegen ich mal die Zeit nutzen werde. Doch, nehmen wir die Hyperträger, um meine zwei Pokémon hier aufzuheilen. Also ich denke jedenfalls, das Klingplim noch... Ja, okay, Konfusion. Ach, das wird nicht viel machen. Nee, das ist okay. Turtok zum Anfang. Oh, meine Fresse. Nee. Okay, Erstaune. Tanken wir eh. Like a Boss. Und dann können wir jetzt einfach hier auf Finte gehen. Aufruhr wird überhaupt nichts machen, also... Da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Blöderweise ist es jetzt auch. Ich nehme hier gerade auf und ich habe nicht gerade wirklich ein Thema, wo ich drüber reden könnte. Weil großartig viel ist jetzt bei mir persönlich auch nicht passiert. Außer, dass wir halt gestern ein Clan-Turnier hatten. Ich weiß nicht, wie viele von euch es gestern mitbekommen haben, dass ich dort das Winners Final, Losers Final und Grand Final gestreamt haben. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Das sieht man zwar, wenn man auf meine Videos geht, aber ja. Ich habe es auch, muss ich ehrlich sagen, auf dem Kanal nicht angekündigt. Weil, wie gesagt, es ist halt mehr so eine Clan-Sache gewesen. Oh, ich ist es schon mein letztes Pokémonske! Französisch too much. Dieses Turtok zum Anfang. Oh, holy shit, Ronnie. Okay. Sieht gut aus. Du bist ja wohl stark, du beweist meine nämliche Lederlage. Schütte, du bist ich. Jack, so stark bist du. Jack, schon deine Pokémon. Beeindruckend ist deine Decke. Blau soll werden mit dieser Art. Yay! Entschuldigung für mein schlechtes Französisch. Der dicke Surfer kannst du nun diese Art als Vollkampf verwenden. Über den Team gebe ich dir ebenfalls. Auf dem Weg auf viel Glück. 65. Und wir haben da drin. Ist das Team 65? Der Attacke machen kann. Behalte sie, sie ist ein mächtiger Tag. Wie, oui, oui. Vor Träumen landet sie oft. Nicht wirklich. Es ist eher eine Heilattacke. Und zurück zum zum Aufzugssimulator 2016. Nee, nee, nee. So, bis jetzt lief das doch ganz gut, bis auf das Turtok. Ich habe nicht nämlich mein kleines Pärchen hier tot gesehen, muss ich dazu ehrlich sagen. Und wie gesagt, so über Thema zu reden, habe ich jetzt eigentlich auch nicht gerade. Also, dass ich jetzt die 160 Abos geknackt habe. Wo ich mich darüber freue und jetzt wieder am überlegen bin, was ich für ein Abonnent-Special mache, denn ich habe schon seit 150 nichts gemacht. Aber da ist jetzt so einiges, was ich in nächster Zeit geplant habe. Werde ich aber jetzt noch nicht unbedingt angehen, denn ich habe ja jetzt noch einiges zu tun.
Ich meine, Diamant läuft noch und ich habe noch ein Projekt mit Naro und noch ein bisschen was anderes, deswegen erstmal gucken, dass wir das über die Bühne bringen. Ich bin froh, dich zu sehen. Du bist nicht leicht zu erwischen. Meine Oma hat mir erzählt, was in Elyse passiert ist. Danke für alles, was du in den Ruinen getan hast. Aber dieses Team Galaktik, ich dachte, es wären nur ein paar harmlose Exzentriker. Weiß schon, ein neues Universum erschaffen und solchen Unsinn. Und sie ziehen sich auch so komisch an. Ich dachte, sie wären ganz harmlos, aber oftmals sind sie gefährlicher als angenommen. Ich meine, Pokémon zu stehlen und einzusperren, das ist so böse. Übrigens, fandst du die Ruinen interessant? Falls ja, solltest du die Bibliothek in Fleetburg besuchen. Dort gibt es ältere Bücher, die dich vielleicht interessieren könnten. Und das könnte dir auch helfen, dein Pokédex zu vervollständigen. Ich denke, du solltest dort mal vorbeischauen. Mach's gut! Hab ich eigentlich Surfer schon? Okay, nächster Stopp ist Fleetburg. Für mich nächster Stopp ist das Pokémon Center. Dum 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 dum. Dann würde ich sagen, fliegen wir auch mal los. Nach Jubelstadt, von Jubelstadt aus nach Fleetberg und werden uns wahrscheinlich ärgern, weil wir unterwegs 50.000 Wasser-Pokémon oder sonst irgendwas begegnen werden, die alle nur meinen Tod wollen. Unfortunate. Njum. Wie gesagt, ich würde halt mal gucken, was ich zum 160-Abo-Special mache. Aber erstmal surfen wir los. Nur ich kann hier keinen Pokémon fangen. Ich habe schon einen Pokémon gefangen. Und zwar direkt am Anfang. Ups. Hallo, mein guter Herr. How many water Pokémon do you have? Das ist noch keins. Schattenstoß zum Anfang. Und wir wissen natürlich wieder den Feuersturm. Ah, Mann! Das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, ich und Attacken, die gerne missen können. Und zwar habe ich das Privileg, sehr viele Attacken daneben zu hauen, solange sie nicht Steinkante heißen und solange sie nicht von meinem einen Despotar ausgeführt wird. Bei dem ich langsam nämlich Angst kriege, weil es mit jeder gottverdammten Steinkante trifft. Und natürlich. Gott, war der Soundeffekt für den Spukball hier doof. Na komm, aber jetzt bitte. Und mein Tisch knarrt. Ach, supi. Alles all das Zeug. Level 36 für Lero, sehr schön. Und er möchte Feuerwirbel erlernen. Und ich sage nein, denn wir sind nicht in der ersten Generation. Sonst hätte ich ja gesagt. Nämlich, das wäre dann der Bitch-Move des Jahrhunderts gewesen. So, dann kann ich jetzt die zwei auch wieder austauschen gegen euch beide. Nina muss ich dann halt nachziehen, obwohl ich könnte ihr eigentlich jetzt auch den EP-Teiler geben, denn Lofmi ist doch schon ziemlich weit voraus mit dem Level. Und ich hoffe, dass wir wirklich bald mal einen ovalen Stein finden. Das würde helfen. Pika, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Oh,
Jetzt sag nicht, du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin Professor Albers Assistent und der Vater von Lucius. Der Professor hat mich gebeten, dein Pupus zu aktualisieren. Und meine Intuition sagte mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Gibst du mir mal kurz deinen Pokédex-Picker? Mal sehen. Ich sollte die neue Software vollgenommenermaßen installieren. Klick, klick. So, das war's auch schon. Dein Pokédex ist nur noch im neuesten Stand. Ich soll dir jetzt mal erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Du kannst dir nun die Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja, genau. Und nun lass ich dich wieder in Ruhe, damit du dem Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du dich bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Professor macht sich Gedanken nach dem, was in Jubelstadt passiert ist. Vielleicht ist es ja ganz unnötig, aber... Nun, ich muss aber los. Bis dann. Everything will be alright. Don't worry, I got this. Fleetberg. Und ich muss sagen, dass ich immer noch mad bin, dass wir damals die Events hier drin nicht hatten. Und ich muss sagen, die Events in Diamond Pearl waren damals sehr interessant. Ich habe sie ja mir mal über andere Wege angeguckt, wie man so schön sagt. Und ich muss eigentlich sagen, bis auf das Arceus-Event fand ich eigentlich alle sehr schön. Shaman mit der Blumeninsel, das Dark-Reihe-Event hier oben ist auch sehr hübsch. Und schön düster und alles. Oh, Barry. Ups, hey, Pika. Willst du deine Rennleiter herausfordern? Na, da sollte sich mal jemand vorher prüfen, ob du das auch bereit bist. Wie sieht man, ist niemand anders als ich. Mit meinem nagelneuen Orden. Die habe ich ja ganz vergessen. Oh, please. Sei bitte auf meinem Level. Oh Gott, epische Competitive Stretch zum Anfang. Stoll Junior. Surf. Gedreckt. Damit wären ein Soljunior weg. Bluebella, kein Problem. Wir haben einen guten Switch-In. Wie gesagt, den habe ich ja ganz vergessen, dass er jetzt hier kommt. Aber wir werden jetzt sowieso erstmal hinten auf die dieses Eiseninsel gehen. Und dafür werde ich wahrscheinlich erstmal ein Pokémon ablegen müssen, denn ich will mir natürlich das Ei mitnehmen. Oh ja, und zwar ein Riolu drin sein wird, denn ich kann hier die Ei-Pokémon hier in dem Spiel nicht randomisieren. Leider. Und oh Gott, please, no! You don't do this to me! Yellow Magic is on the board. Guys, Yellow Magic is on the board. But we are not infiltrated. Sehr schön. Okay, was hast du als nächstes zu bieten? Ein Despötel. Sandsturm incoming. Und gerade eben, vor ein paar Minuten, rede ich über mein Desportal. Ich glaube, das Spiel nimmt Notes von mir. Yeah, ewiger Sandsturm. Will zwar nicht allzu viel Damage machen, da Desportal jetzt eine erhöhte Spezialverteidigung hat, aber ein bisschen was machen wir schon damit. That's threat. Müssen wir mal ein Troll-Despotar mit Grimasse bauen. Obwohl ich eigentlich sagen muss, dass die Competitive-Zeit von mir in Auras komplett fertig ist.
Denn ich weiß zwar nicht, wie es euch gerade so geht, aber für mich ist es einfach komplett die Luft raus, weil du hast alle schon gesehen, es ist komplett durchgekaut und es ist nicht mehr wirklich improven und die ganze Mega-Sache und so ist jetzt auch nicht so toll. Deswegen hoffe ich doch mal, dass wir in Sun and Moon ein interessanteres Competitive Play haben. Ganz besonders, dass sich am Competitive ein bisschen was ändert. Und dass die ganze Liste auch ein bisschen über den Haufen geschmissen wird. You slap me? You gonna die for this. Ach schade, ich hätte die Disrespect-Aquaknarre drücken sollen. Sie spuckt auf dich. Wow. Wow. Sag mal, wer trägt hier das Blendpuder? Also, er hat Spotlight eingesetzt. Damit müsste ich automatisch hundertprozentig treffen. Da kriegst du Disrespect-Aquaknarre. Dämliches Visor. Und der Sandsturm tobt. Das letzte Pokémon ist ein Xatu. Machen wir mal schnell kurz die Yellow Magic runter. Und dann sollte Xatu. Wir haben uns schon früher aus schwierigen Situationen befreit. Kein Problem mehr für uns sein. So. Mal kurz die Yellow Magic entfernen. Komischerweise funktioniert auch mein Blindpuder nicht mehr so ganz, was meine zwei hier eigentlich tragen. Oh, doch, doch, jetzt sitzt es wieder ein. Gut. Und der Sandsturm tobt again. This battle is going too intensive. Too much intensive for me. Who will strike the first move? Oh, you sneaky little bastard, you. Kommt der hier einfach mit Rückenwind? Hehe. Wow, du Ass. Das setzt der Sack doch einfach Ego-Trip ein. Da kommt der kleine Sack doch einfach mit Ego-Trip. Das gibt's doch nicht. Na komm. Zardo ist sowieso nicht gerade im besten Angriff. Ja, komm. Bullshit. Not this time, buddy. Not this time. Was? Willst du ihm weiß man, ich habe verloren? Ja, hast du. Leb damit. Ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal, stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga rausholen und Champ werden. Ja, richtig geraten. Der jemand ist niemand anderes als ich. Weißt, was das heißt? Ich sollte mir andere Sätze einfallen lassen? Na egal. Jedenfalls.
Scheint so in der Lage zu sein, den Anwesenden hier herauszufordern. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr abzukauen. Du bist der hier, der mich aufhält! Jesus! Aber damit endet auch erstmal dieser Part für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war's dann soweit von mir. Ciao, Leute!